Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ich habe mal ein bisschen hier einen Textdialog übersprungen. Oh, was ist das, ein Shuttle? Das Shuttle strahlt Hitze ab. Jemand hat es gerade noch benutzt. Man fragt sich bis was? Fragt sich bis wer? Oh, da grinst mich doch irgendwas an. Ah, ein Stabilitätsdämpfer. Der Klasse der Stufe 2. Nicht, okay. Dann gehen wir mal rein. Fahrstuhl abgeschaltet. Soll da keiner rein oder eher keiner raus? Das werden wir ja sehen. Und es ist dunkel. Hui! Es sind viel mehr als nur eine. Und zur Erinnerung, die Schülerin nicht gestattet, einander in ihre Quartieren zu besuchen oder sich unbeaufsichtigt irgendwo zu treffen. Außerdem ist Schülerinnen der extrante Zugriff erst nach Genehmigung durch leitende Mitarbeiter erlaubt. Für diese Regeln gibt es keine Ausnahmen. Bei dem ersten Verstoß bedringt die Strafe einen Monat Freientzug. Weitere Vorkommnisse werden mit Haft was geahndet. Unser Kloster ist unsere Zuflucht. Damit das so bleibt, müssen wir Opfer bringen. Wenn wir das tun, vertraue ich darauf, dass wir weiterhin die Ordnung und Ruhe genießen können. Was dieser Ort uns bietet, aha. Interessant. Was war das? Wachsam bleiben. Wow. Dunkelheit. Ich habe was gehört. Ich bin gestolpert. Tut mir leid. Was hier? Elektronische Signatur von Galle? Okay. Galliari. Anstatt ein Ä haben sie ein AE gemacht, also Gala. Hört sich irgendwie komisch an. Oh mein Gott, hier sind tote Reaper. Wandsafe. Cool, mich mit. Nehme ich auch mit. Untersuchen. Was Belegschaft und Schülerinnen an bei unseren Tagesplan war Zwecken, folgt nun 15 Minuten später und die Flurwachen können die Aufgabenlisten im Laufe der Woche herunterladen. Fragen oder Beschwerden bitten an mich oder Martischarchen Galle. Gruß, Aufseherin Jeta. Wecken 6 Uhr, Frühstück 6.30 Uhr. Was? Morgenmeditation 7 bis 10 Uhr, Hausarbeit 10 bis 12 Uhr, Mittagessen 12 Uhr, Unterricht 12 Uhr 45 bis 17 Uhr, aha, Lernzeit 17 bis 18 Uhr, Abendessen 18 Uhr, Abendmeditation 19 bis 20, Freizeit 20 bis 22, Nachtruhe 22 Uhr. WTF? Die hat aber ein komisches gemessenes Zeitpunkt. Hallo? Was zur Hölle? Das war der Captain des Trupps. Sie haben ihr Leben im Kampf gegen die Reaper gegeben. Das Kloster ist sehr abgelegen. Was wollen die Reaper von den Adat Yakshi? Das will keiner. Was Brauchbares? Ein Lageplan mit einem eingetragenen Navi-Punkt für eine Bombe. In der großen Halle. Sie haben also mit der Säuberung begonnen. Und scheint mir sehr derartisch. Adat Yakshi oder nicht, eine Evakuierung hätte viele Leben gerettet. Wenn es keine Überlebenden gibt, zünden wir die Bombe in der großen Halle. Okay, Vorbild. Aha, XP 600. Ja, da ist die große Halle. Müssen wir aber hier rüber. Aha, Munition, schön.
Wow, geil. Immer wieder zum Staunen. Da ist nichts. Oh, toll, eine verschlossene Tür. Was machen wir? Umgehen. Da machen wir hin. Gut. Oh, das ist... Gut. Ich hätte sie fast nicht gehört. Na, hallo. Mara? Es ist eine Weile her, Shepard. Freut mich, Sie zu sehen. Die Verderbnis reicht hier sehr tief. Sie sind bestimmt auf eigene Faust hier. Vielleicht wegen etwas Besonderem? Das stimmt. Zwei meiner Töchter leben hier. Und Sie sind der Grund. Nur Ihre Entschlossenheit kann uns retten, Shepard. Sind Ihre Kinder eine Bedrohung? Wir haben Ihre andere Adat-Yakshi-Tochter gejagt. Sind die hier genauso gefährlich? Falair und Rila haben die Klosterregeln seit ihrer Ankunft strikt befolgt. Sie haben keinerlei Hang zur Gewalttätigkeit. Aha. Und Sie sind hier, um sie zu retten? Ich habe die Verantwortung für Sie. Und das gilt auch, wenn gerade unsere Galaxie zusammenbricht. Ja, wir helfen bei der Suche. Gehen wir zusammen. Vielleicht wissen Ihre Töchter, warum die Reaper angegriffen haben. Sie haben sicher viel zu erzählen. Ich habe sie seit Jahrhunderten nicht gesehen. Was? Die Zeit wird knapp. Wir sehen uns wieder. Ich lenke diese Kreaturen ab. Halt! Gehen wir. Das war gerade Samantha. Oder Samara, oder wie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß. Mein Name ist Tasha Corain. Die Wunde. Claire, geben Sie das meiner Bindungspartnerin, Vishra. Ich habe sie gebeten, zur Citadel zu gehen. Und sagen Sie Vishra, dass ich sie liebe. Sagen Sie ihr, es tut mir leid, dass wir gekämpft haben. Ich war so dumm. Ich wollte das alles nicht, Vishra. Ich möchte, dass du alles bekommst, was mir gehört. Okay. Ah, jetzt haben sie alle diese Feuermunition drauf. Wegen Gruppenbonus. Wer war das jetzt gerade gewesen? War das jetzt, die ich kenne, oder war das... Ah ja, das ist dieses Asari. Gehen. So. Ja, das... Und das war jetzt noch eine alte Bekannte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube, das war Samantha. Der Komplex ist riesig. Wir müssen Zehntausende gelebt haben. Ich habe keine Überlebenden gesehen. Ich auch nicht. Die meisten von ihnen waren bestimmt Zivilisten. Ich bin wirklich sprachlos, wenn ich sowas hier sehe. Ich bin hin und weg. Ich bin wirklich hin und weg, ey. Das ist sowas von geil. Richtig geil. Wenn ich jetzt mit einem Raumschiff irgendwo hinfliege, nehme ich sofort sowas hier, ey. In Anspruch. Oh, ey, ich muss heulen. Oh, WTF, WTF, eine Banse. Wow. Was zur Hölle ist das? Banse. Codex Axe. Die Reaper. Banse. Banshees sind verderbte Asari, die oftmals Einsatztrupps der Reaper anführen.
Die Reaper stellen sie ausschließlich aus Asari her, bei denen die Anlage zur Adat Yakshi... Benzis heißen sie. Hört sich an wie eine Autofirma oder sowas, eine Banse. Der fliegt mal schön, lol. Das weiß keiner, die Hörer. Das weiß wirklich keiner. Wieder eine Tür knacken. Sobald ich konnte. Shepard, das ist Falair, meine Jüngste. Sie und ihre Schwester Rila sind Adat Yakshi. Sie... Mutter, Sie haben Rila! Was? Einige von diesen Kreaturen haben sie in die große Halle geschleppt. Ich wollte dorthin. Was machen die Reaper hier? Sie ernten uns. Sie verwandeln uns in das da, Monster. Bitte, das darf mit Rila nicht passieren. Und der Adat Yakshi sind... Die Adat Yakshi sind unschuldig? Die Asari dachten, die Adat Yakshi wären an dem Angriff schuld. Aber wir leben hier. Die meisten von uns sind gerne hier. In diesem Kloster können Adat Yakshi Frieden finden. Falair sagt die Wahrheit, Shepard. Ich bürge für sie, voller Stolz. Ich glaube ihnen. Dann müssen wir uns beeilen. In der großen Halle liegt eine Bombe. Eine Bombe? Wollen Sie denn niemanden retten? Wir versuchen es, aber dieser Ort muss weichen, Falair. Sie klingen wie die Soldatinnen und die haben niemandem geholfen. Falair? Tut mir leid. Die große Halle. Sie sucht nach Rila. Ich will auch so schweben. Mein Gott, ey. Wir treffen uns dort. Bitte schnell. Ich will auch eine Asari werden. Ich möchte auch geil so eine biotischen Kräfte haben, ey. Das ist sowas von geil. Oh mein Gott, ey. Ich bewundere schon jetzt schon die Asari. Geschenkt von euch. Geschenk für euch. Und das? Das sieht aus wie so ein... Das nehme ich mal mit. Ah, Schulterschutz. Ja, müssen wir jetzt runter oder muss ich jetzt mal da lang weitergehen, oder? Muss ich runter? Okay, das war ja kurz hier. Moment, ich gehe doch mal rüber. Wer weiß, ob ich hier was finde. Ja, ein Wandsafe und was zum Lesen. Jetra, okay. Nochmal was von Jetra. Eine Waffen... Mod-Station, okay, da kann ich mal schnell eine Waffenmod, die Waffenmod-Station mal machen. Und Durchschlagskraft. Machen wir das eben so. Ich könnte hier das Magazins Upgrade da drinnen lassen. Und denn hier so besonderes nicht okay
Gut. Dann gehen wir mal kurz mal auf die Gruppe. Da muss hier. Wer muss wer? Okay. Gut. Keiner. Dann spart man richtig sehr viel an den Punkten. Und sobald die alle voll sind, dann haben wir ja eine schöne. Oh. Und schon wieder einer von denen. Wow. Alter. Alter, 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 Alter. Ist sie gerade teleportiert? Aber wir wissen, dass sie ein bisschen feuerempfindlich ist. Aua, 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 aua. Bitte, bist du eklig. Aber ein Reaper will ich nicht werden. Kaum noch Munition. Ich brauche Munition. Danke. Okay, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Und gehen. Hier ist jemand. Asari-Leiche. Es ist irgendwie nicht richtig, wenn tote Soldaten in einem Kloster liegen. Das Asari-Oberkommando konnte mit den Adad-Yakshi kein Risiko eingehen. Es musste etwas unternommen werden. Elite-Soldatinnen mit Sprengstoff zu schicken. Ist kein Plan, sondern Schadensbegrenzung, Liara. Das stimmt. Das ist dann Schadensbegrenzung. Da gebe ich den Keilern schon mal recht. Oh, Fahrstuhlsteuerung. Okay, wo geht's raus? Das erinnert mich irgendwie an Dead Space. Und Dead Space 2. La 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 la. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. La 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 la. Rechts. Ah, das ist die Bombe. Da ist die Bombe. Und verleer. Sieh doch. Rina? Rina, hörst du mich? Das Netz ist die Bombe entschärfen. Weil sie sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Können wir die Bombe zünden? Nicht ohne einen Zünder. Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Später. Bombe verteidigen. Wow. Wow, 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 wow. Alter, was seid denn ihr für welche? Seid ihr Endermans oder was? Tod den Husk. Wow. Das war ein Schaden.
Quatsch. Nee. Das ist der letzte. Für den Moment. Zünder finden. Da kommen Hunderte. Geh! Sie hat den Zünder. Los! Nein! Rita! Ich liebe dich. Rita! Oh mein Sch... Ach du Scheiße. Boom. Boom. Rila, wir konnten uns nicht mal verabschieden. Wenige brechen den Griff der Reaper. Rilas Wille war ebenso stark wie ihre Liebe zu dir. Wir haben sie sterben lassen. Rila hat ihre Wahl getroffen. Sie hat mich daran erinnert, warum ich geschworen habe, dieses Leben zu führen. Nämlich? Thaler. Laut Kodex darf eine Adat Yakshi nicht außerhalb eines Klosters leben, das nicht mehr existiert. Was soll das? Tut mir leid, Shepard. Unser Kodex. Es gibt nur eine Rettung für Thaler. Mutter, nicht! Meine Töchter. Ihr wart viel stärker, als ich gedacht hatte. Scheiße. Nein! Warum hast du das getan? Warum hat sie das getan? Rila hat uns doch gerettet. Sie haben damit nichts zu tun, Thaler. Es war Samaras Entscheidung. Samara. Das war doch nicht nötig gewesen. Meine Mutter starb wegen ihres Kodex, weil ich eine Adat Yakshi bin. Bitte, lassen Sie mich bei ihr. Hier ist es. Hier sind sie. Hier sind zu... Gefährlich. Sie, eine Adat Yakshi, sie sind so gefährlich. Sie dürfen den Planeten nicht verlassen. Das habe ich auch nicht vor. Und die Reaper bekommen mich niemals lebend. Das Risiko ist zu groß. Was tun Sie da? Reicht der Verlust meiner Familie nicht? Nee. Leben Sie wohl. Nee, lieber nicht. Holen Sie uns ab. Alles klar da unten, Commander? So klar, wie es je sein wird. Warum hat das Samara jetzt überhaupt... Warum hat das Samara gemacht?
Ich verstehe das jetzt nicht. Psst. Muss jeder sterben, die man aus Mass Effect 2 kennen? Ja, trotzdem, ich möchte gerne so eine Asari werden. Ich habe Ihren Bericht gelesen. Eine derart zugespitzte Lage war nicht vorherzusehen. Darum habe ich die Bombe gezündet. Mögen die Adad Yakshi in Frieden ruhen. Das Vorgehen der Reaper war monströs. Ein weiteres Team von Soldatinnen war schon zum Kloster unterwegs. Ich unterstelle sie jetzt offiziell Admiral Hackett. Sie werden ihnen loyal dienen. Leben Sie wohl. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Das ist Wahnsinn, okay. Hackett. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Nee. Ja, warte mal. Verbündete Truppen. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Dass Erdmond Rex sie anführt, ist gut für uns. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Asari. Was ist mit den Asari? Die Asari sind seit dem Putschversuch endlich auch mit dabei. Sie überstellen Flotten und schicken Wissenschaftler zur Mitarbeit am Tigel. Und sie haben tatsächlich die Destiny Ascension zugesagt. Sie haben nicht vergessen, dass sie sie vor 3 Jahren gerettet haben. Asari ist Verstärkung. Was ist mit Arya Söldner? Arya T'Lurk. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Blood Pack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Vorscher heißt es. Die Blue Suns sind sehr nützlich. Dana Voske bringt seine Männer mit. Und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Max bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben. Aber es hat sich gelohnt. Na gut, dann gehen wir mal. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Jo, das ist gut. Mal gucken beim Kriegsterminal. Muss die das unbedingt sterben? Okay, Asari Elite-Soldatinnen. Mhm. Und die 6. Flotte der Turianer, das ist auch schön. Und ja, wir sind noch nicht so weit. Gesamte Militärstärke 3408. Boah. Aber die ist dann nicht bei bekannte Kontakte dabei. Arme Samara. Naja. Jedenfalls, wir verziehen uns erstmal ganz kurz dort und versuchen erstmal Dredge auf Depot zu suchen. Also. Tschüss. Also macht's gut, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Part von Mass Effect 3. Ciao.